Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution 2 in der Chaos-Theorie von Jurassic World. Ja, ich bin ja ganz fleißig eigentlich am Dinosaurier reparieren mit Lebenspfeile drin schießen und der alte T-Rex ist gestorben. Der war deutlich älter, als er hätte werden sollen. Deswegen ist das so ja fast okay. So, der ist auch an Altersschwäche gestorben, deswegen haben wir so viele Gallimimus nachgezüchtet. Hat nämlich Gründe. Warte mal, ist der Krankenwagen auf dem Weg nach Hause? Das ist natürlich eine sehr schlechte Idee. Ich habe hier noch Aufgaben für dich. Der ist nämlich bei niedriger Gesundheit. Bitte heile ihn hoch. Und ich glaube, die Erkältung ist so langsam auskuriert. Ich habe mir das mal angeguckt hier. Also dieses Rudelverhalten, ja, die drehen hier richtig Kreise im Gehege. Die sind richtig am Patrouillieren und laufen richtig hier gruppiert in so einem Rudel immer im Kreis und sind ständig in Bewegung hier. Ist der Hammer. So, jetzt wird unsere Parkbewertung leider sinken, weil der T-Rex ist halt nicht mehr da. Bedeutet natürlich, unser hochklassiges Hotel hat auch weniger Bewertung. Jetzt können wir nur hoffen, dass die Kohle zusammenkommt für die... Oh oh, Gewitter, Sturm, auch bitte nicht, Leute. Dracorex hat einen Kampf begonnen, Sturmwarnung. So, wir machen die Schutzräume auf. Ach, wir können jetzt nur hoffen, dass das alles glatt läuft hier. So, mach mal den hier, der hat niedrige Gesundheit, das ist gerade wichtig. Soundeffekt, welcher wo? Ach nee, komm. Ist hier ein Jeep? Hier, warum ist denn hier kein Jeep? Da. Sofort reparieren. Einfangteam. Aufgabe hinzufügen. Oh oh. Hoffentlich kein Tornado. Doch, ach du Schande. Wir müssen sofort los und reparieren. Und dann auch noch an der Stromversorgung, oder? Nee. Zaun ist repariert, hoffentlich. Ach Gott. So. Ist hier irgendwo ein Jeep, den wir fahren können? Ja. Überlegen wir selber fahren. Ach, Katastrophe. Oh, guck mal, die Parkbewertung. Schon haut die Kohle ab. Jetzt können wir nur hoffen, dass die Kohle reicht. Wieso lenkt denn der Kollege hier nicht? Komm, Jebias. Wir müssen zusehen, dass wir alles heile kriegen. Kein Strom. Oh. Da haben wir keinen Strom. Ist der Tornado weg? Ja. Okay, Hauptstromleitung ist kaputt. Komm, dreh nicht um, fahr los. Komm. Dieses Umspannwerk da vorne ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das müssen wir definitiv wieder in Stand kriegen hier. So, was ist denn hier noch kaputt? Der Zaun ist kaputt. Och nee, die Dinos hauen alle ab. Fahr doch da nicht gegen. Komm, komm. Reparatur nicht möglich, weil geht Strom. Oh, komm, hör mal auf jetzt mit so einem Quatsch hier, ey. Warum ist denn hier kein Strom? Was ist denn hier kaputt, dass wir keinen Strom haben? Die Umspannwerke laufen doch. Warum zum Teufel ist hier kein Strom? Aber doch, warte mal, Strom haben sie, das ist einfach alles nur kaputt. Warum? Kann denn der Zaun nicht repariert werden? So, reparieren. Reparieren, reparieren, reparieren. Ziemlich schnell so, ja bitte. Alle Dinosaurier hauen ab hier. So, die wollen nämlich auch stiften gehen, ne? Hier hinten waren, Gott sei Dank... Ne, hier hinten ist noch einer. Der hier frei rumrennt. So, Transport. Hä, wo sind die alle hin? Da liegt einer. Das ist ein Ankylo, ne? Ja. Unterwegs, um Produkt einzusammeln.
Hier liegt einer. Ist auch ein Kilo. Der muss da rein. So. Schadensbegrenzung. Wo ist unser Jeep? Der ist da. Aufgabe hinzufügen. Macht das alles heile hier. Komm. Seht zu. Oh Gott, wir müssen den Park aufmachen. Oh, oh. Mach den Zaun heile. Komm. Och, jetzt kommst du da nicht vorbei. Bist denn du dumm? Komm. Oh Gott, jetzt sind wir gleich wieder pleite, ne? Oh, ihr könnt so kotzen. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Der Zaun muss heile. Der ist nämlich immer noch kaputt. So. Tor auf. Park auf. So. Hoffentlich haben wir das geschafft hier. Raider-Team, Einfang-Team. Betäuben. Betäuben. Eieiei. Transport-Team. Produkt transportiert. Ankylosaurus. Du bist nach da. Du nach da. Sind hier noch mehr ausgebüxt? Oh, wir haben Minus. Wir können nicht reparieren, weil wir keine Kohle haben. Eingehende Übertragung. Parkbewertung Minus. Schön. Vielen Dank. Der Basic alleine. Dankeschön. Oh, da rennt einer rum. Okay, der wird betäubt. Das ist gut. Wir müssen wieder in Asche kommen, ganz schnell. Wie sieht es denn im restlichen Park aus? Oh Gott, die Sora ist kaputt. Altersschwäche. Gestorben, Lungenentzündung. Lungenentzündung. Altersschwäche. Raus, 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 raus. Okay. Zaun ist kaputt. Können die sich jetzt hier frei bewegen? Ne, die bleiben beide immer noch da. Wir müssen ganz schnell Geld verdienen. Ganz schnell müssen wir Geld verdienen. Transport darüber. Darüber. Sind noch mehr draußen? Dinosaurier? Produkttransport beendet. Du bist betäubt. Du musst natürlich auch noch wieder nach Hause. Okay, okay, okay. Minus 800. Ich glaube, das war, Freunde, ne? Jetzt haben wir das wieder geschafft, dass wir pleite gehen. Ach, Mann, oh. Und ich glaube, das wird nicht besser. Sehr viele Dinosaurier weg. Ja, so ein Sturm ist echt nervig. Und wird nicht besser. Komm, hör auf. So, wir sind wieder nach dem Sturm. Pause. Ich brauche jetzt erstmal einen Überblick, was hier los ist. Noch haben wir Geld. Was aber gerade rapide weniger wird. Wir müssen ganz schnell das Ranger-Team beauftragen, Dinosaurier einzufangen. Und zwar alle, die hier ausbrechen und ausgebrochen sind. Da hinten rennt noch einer rum. Der ist, glaube ich, schon, oder? Ja. So, wir müssen mit dem Jeep. Ist hier einer zur Verfügung? Irgendwo muss doch hier ein Jeep sein. Da. Sofort die Sachen reparieren. Das sind A und O. Ganz toll. Wichtig. Abfahrt. Sofort. Komm, mach den Zaun heile. Das hat höchste Priorität. Pause. Sind die Zäune heile? Der wird, glaube ich, gerade repariert. Der Rest ist okay. So. Krankenwagen, Aufgabe. Aufgabe hinzufügen. Behandeln. 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 Ich will nicht, dass hier einer stirbt. Und weiter. Transport. Warte mal, sind die Dings offen? Wir müssen die sofort öffnen. So, dass die hier alle sofort wieder raus können, dass wir Kohle kriegen. Behalten. Transport. Du musst abgeholt werden. Alle anderen müssen eingefangen werden. Sind die gerade dabei oder nicht? Ja, er ist dabei. So, Transport. Ankylo nach Hause. Ankylo nach Hause. Der ist noch nicht betäubt. Ankylo nach Hause. Wir brauchen hier einen Geländewagen. Der kommt gerade nach Hause, ne? Aufgabe hinzufügen. Tor reparieren. Ganz wichtig, Hotel reparieren.
Und ganz wichtig, bitte auch dieses Hotel reparieren. Okay, da kann er nicht mehr. Transport. Der da rein. Wir verlieren so viel Geld, ne? Ja, möglicherweise ist auch dieser Spielstand jetzt kaputt. Das wäre natürlich der Hammer. Dann muss ich ehrlich sagen, brechen wir hier ab. Aufgabe hinzufügen. Hotel heile machen. Komm, mach heile. Ibias, seht zu. Kannst du nur zwei Aufgaben machen? Ihr hält es eh alle. Schön. Toter Dinosaurier. Abtransportieren. Ja, ne? Und sonst so? 92.000. Wir haben noch nicht mal was zum Verkaufen. Der T-Rex ist weg. Der andere T-Rex hier, was ist mit dem? Ist bei dem alles klar eigentlich? Jo, der ist da. Keine Krankheiten mehr. Schön, aber wir haben Minus. Ist ja fantastisch. Wir können nicht reparieren. Wir können nur hoffen, die Zäune sind offen. Die Leute kommen. Kann man nicht wegdrücken, ne? So, was ist, wenn wir schnell vorspulen? Neustart. Macht doch keinen Neustart nicht. Zahlungsunfähig, ja, weiß ich doch. Aber wir haben alle Dinos wieder im Gehege. Und würden wir jetzt Geld kriegen, könnten wir natürlich auch alle Sachen wieder reparieren. Ich hoffe, dass unsere Parkbewertung wieder steigt und wir Geld... Ja, wir kriegen Geld dazu. Das wäre natürlich der Hammer. Dann können wir die kaputten Gebäude reparieren. Das wäre echt toll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind kaputt. Auf jeden Fall so kaputt, dass sie nicht funktionsfähig sind. Jetzt darf nichts passieren, dass wir nach und nach hier Sachen reparieren können. Aufgabe hinzufügen. 80.000 kostet die Reparatur vom Hotel. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir machen können. Hotels reparieren. Alter, ist so viel kaputt, ne? Das kostet 75. Oh, das ist ja der reine Bankrott hier. Aber wir machen Geld. Das verdammt. Warte mal, halt. Langsam. Liegen hier noch Dinos rum? Ja. Die müssen wir natürlich abtransportieren, bevor die sterben hier. So, du nach da. Sind hier noch mehr? Dinosaurier. Der Einzige, der noch draußen rumliegt. Der Rest ist okay, ne? Zaun ist heile. Die sind alle drin. Ja, naja. Wir haben Plus. Oh Gott. Mach doch sowas nicht mit mir. Okay, warte mal. Ist hier irgendwo ein Geländewagen zur Verfügung? Nee. Ist hier oben einer zur Verfügung? Wir haben aber Kohle. Geld kommt rein. Wir sind bei über 4 Sterne Bewertung Plus. Ist gut. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir hier irgendwie die Sachen wieder repariert kriegen. Und dann sind wir vielleicht wieder auf dem grünen Zweig. Problem ist, die Dinosaurier altern wie verrückt, aber das Geld wird nicht mehr, ne? Wollen wir mal selber fahren? Komm. Also das war gerade ein echt heftiger Sturm und ihr habt ja gesehen, wir hatten fast 2 Millionen und wir waren über 200.000 nach dem Sturm im Minus. Also das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn hier ein Sturm kommt. Nebenbei bemerkt diese enge Gasse mit den Gehegen links und rechts, finde ich mega cool. So, warte mal, wir könnten aber theoretisch schon anfangen, hier irgendwas zu reparieren. Ich würde mit den Einrichtungen anfangen, dass wir da Geld kriegen. Also, was ist denn hier? Eine Toilette ist wichtig. Zaun natürlich auch. 20.000. Okay. Das Hotel war teuer, ne? Das waren 80.000. Okay, das andere Hotel hier ist auch kaputt. 80. So. Der Turm, der kostet 30. So viel haben wir gerade nicht. Jetzt. Dann können sie sich die Sachen hier wieder anschauen. Das ist schon mal sehr gut. So, und alles, was jetzt noch kaputt ist, ist, glaube ich, nicht lebensbedrohlich kaputt, oder? Alles andere ist in Reparatur. Der Rest könnte eventuell stabil laufen. Nein, das Hotel hier unten ist noch kaputt. Da brauchen wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit im Spiel und dann kriegen wir das vielleicht auf der Reihe. Kostet nämlich auch 80.000, ne? Haben wir gleich. Warte mal, ist der Jeep hier noch oder fährt er schon wieder schnurstracks zurück? Ist hier zufällig gerade ein anderer? Ja, hier fährt ihn auch rum. Du. Aufgabe hinzufügen, Hotel reparieren, das reparieren. Mach mal. Aufgabenplätze voll. Ey, wenn ich dir das befehle, hast du das zu machen? Was ist denn da los? So, wir haben 200.000. Das läuft ja wie verrückt. Bei dem Apartheid-Gehege ist alles okay, oder? Ja.
Da war auch kein Sturm. Okay, wir müssen eh ein Hotel noch in Yange kriegen. Das hier. Das hat nämlich hohe Dinosaurier-Anreizpunkte, weil da kann man auch viele Tiere gucken. Ist kein Jeep da, ne? Ey, komm. Direktsteuerung ist mir egal, was du machst. Du machst das nicht, was ich will. Du fährst bitte aus diesem Tor hinaus. Kannst du dabei natürlich gleich reparieren. Na klar. Da lang. Hotel heile machen, ganz wichtig. Aber die Tür ist total nervös. So. So. Was ist denn noch kaputt? Hier ist doch noch mehr kaputt, oder? Oh, ist da so viel kaputt. Eieiei. Aber die Einnahmen steigen, das ist ja gut. Komm, wir drehen mal eine Runde. Ich glaube, wir müssen Richtung Besucherzentrum, ne? Zum Eingang. Da war noch ein bisschen was kaputt. War hier noch irgendwas? Hier hinten ist auch was kaputt, oder? Ja. Eine Einrichtung, da ist nicht. Eine Toilette. Okay. So, hier hinten jetzt eigentlich gar nicht richtig weiter. Wird schon wieder dunkel. Das möchte ich jetzt nicht. So, wir fahren einfach mal hier hinten rum. Hier ist ja nichts, ne? Theoretisch müssten wir den Weg da eigentlich kappen, dass sie hier hinten nicht langlaufen. Oder wir bauen ja noch eine Besuchergalerie drin. Dann können sie hier die Dinosaurier angucken. Das wäre natürlich wieder praktisch mit E2 Hotels oder so. Ja, schauen wir mal. So, da fahren wir nämlich hier hinten lang. Und jetzt stell dir mal vor, wir hätten die Kohle auf den Kopf gekloppt. Für... Oh, oh. Für irgendwelche neuen Dinosaurier. Das wäre katastrophal schief gelaufen und der schlechte Idee gewesen. So, was ist denn jetzt noch kaputt hier? Aufgabe hinzufügen. Jetzt sind alle Gebäude wieder tippitoppi, oder? Zeig mal. Hier unten ist kein Strom. Das ist sehr gefährlich. Weil am Kraftwerk gebaut wird. Aber sollte jetzt definitiv gleich wieder vorbei sein, die Durststrecke. Sofern denn endlich mal der Gerüst abgebaut wird. Jo, alles läuft. Okay, wir haben es geschafft. Der Park ist wieder sicher. Und wir verdienen Geld, hoffentlich. Na, nicht viel, aber wir verdienen Geld. Und wir haben echt viele Dinos verloren, ne? Triceratops bräuchten wir jetzt 2, glaube ich. Ah, die waren teuer. 175. Wir brauchen 6 Forschung. Macht mal ihr bitte. So. Gallimimus und Dracorex ist auch kaputt gegangen. Ich würde wirklich nachproduzieren. Das zieht jetzt alle nochmal in der Länge. Aber was willst du machen, ne? 3 Forschung. Du. Und los. Okay. Hilft ja nichts. Ne, was willst du machen? Aber hoffentlich haben wir jetzt endlich mal Ruhe vom Sturm. Ich werde mal speichern. So. Wenn wir jetzt nochmal irgendwas erleben sollten, sind wir auf dem Punkt wie jetzt, wo der Sturm gerade vorbei ist. Leider fehlt der T-Rex. Na, das ist halt... Oh, wer ist denn jetzt kaputt? Warum denn das? Eine alte Schwäche. Das ist ein nicht gutes Zeichen. Das ist gar nicht gut. Also nicht bei 180.000. So, Gallimimus. Eier auswählen. Positive Eigenschaften. Habt nur ihr Bede, ne? 120 für 2 Gallimimus. Na, besser als nichts. So, wir brauchen 3 Wohlbefinden. Mach mal du. So, Kohle ist weg. Aber was willst du machen, ne? Wir brauchen jetzt dringend neue Dinosaurier. Weil wenn die uns jetzt hier wegsterben, dann haben wir ein richtiges Problem. Wir bräuchten natürlich jetzt irgendwas Neues, Cooles, ne? Ach, schwierig. So, und wir haben natürlich Jakin Yeld für Triceratops. Wir können mal schauen. Produkt wird transportiert. 350, wir bräuchten 700.000 für 2 Triceratops. Oh, oh. Oh, oh, oh. So, was ist denn hier eigentlich los? Tyrannodon, 640. Würde 640 kosten, nur zum Erforschen. Da müssen wir das noch ausbuddeln.
In der Hoffnung, dass wir gleich ein Genom kriegen und dann Eier und dann noch ausbrüten und einen Vogelkäfig bauen und den noch einräumen. Eieiei. So, aber die sind gleich fertig hier, ne? Ja, eine halbe Minute. So, dann raus mit euch. Raus mit euch. Ihr Lümmel. So, so. Niedrige Gesundheit, warum? Was ist da los? Benötigt Statusprüfung. Krankenwagen-Einsatz. Wir kommen. Und los. So, zwei neue Dinos. Geld ist immer noch, Gott sei Dank, am Start. Ich möchte wirklich nicht wirklich unbedingt vorspulen. Warte mal. Ceratosaurus. Ach komm, los, hol die da raus, dass wir uns da Sachen angucken können. Jetzt müssen wir echt eisern sparen, in der Hoffnung, dass nicht noch mehr sterben. Warte mal. Krankheit ausgebrochen. Boah. Du, wie alt? Was los? Zeig. Oh, der ist älter, als er sein darf. Der geht auch bald kaputt. Guck mal, der hat schon richtig grüne Augen, der Kollege. Oh oh. Ist er einsam? Bestand. Naja. Wenn der jetzt auch noch kaputt geht, dann haben wir ein Problem. So, ist hier frei jetzt, oder? Ja. Cerato. 275. Würde ich sofort machen. 5 Forschung. Du. Und los. Toter Dino. Der andere? Ne, hier. Altersschwäche. Triceratops. Ja. Aber wir bauen ja gerade neue. Problem ist, wir können die nicht ausbrüten, weil wir keine Kohle haben, ne? Und du musst repariert werden. Innere Blutung, Algenvergiftung. Alter, was ist denn mit dir los? Wir haben ja kein Geld zum Reparieren. Guck mal, wir machen, wollte ich gerade sagen, noch nicht mal mehr 100.000 plus. Der Hammer. Alter, was das hier Struggle erfordert, dieses Spiel, und verursacht und... Eieiei. Sobald ein Strom kommt, hast du verloren, ne? Dann ist einfach mal Game Over hier. Ist nicht gut balanced. Echt nicht. Wirklich nicht. Ist sehr frustrierend, wenn man nicht vorankommt, sondern immer nur Rückschläge erleidet und hier aber eigentlich nur so Sachen machen will. Ja. So. Wir müssen den betäuben, hilft ja nichts. Der wird wahrscheinlich so teuer sein, dass wir das ja nicht machen können. Produkttransport beendet. So. Die kosten bestimmt... Alter. Oh, eine halbe Million ist krass. Für nur ihn. Ah, haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Wenn wir jetzt die Dino reparieren, dann ist wieder... Machen wir Minus? Nee. Oha. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das vom finanziellen Punkt her ausreicht, wenn wir jetzt hier rüberfahren. 217. Haben wir nicht. Können wir aufhören. Abbrechen. Komm, lass sein. Ah, Mann. Dann ist die ganze Kohle wieder weg, ne? Wenn wir jetzt hier den Dinosaurier reparieren lassen. Ah, der Hammer. Gibt's ja wohl ja nicht. Naja. Schwierig es ist. Das ist auch der krank ist, ne? Vielleicht wird er dann auch gleich geheilt, wenn wir den hier in Krankenhaus reinstecken. Die liegt im Wasser und verseucht alles. Finanziell wird jetzt gerade möglich. Wollen wir? 8 Wohlbefinden. Macht mal. Jetzt haben wir wieder Jakin-Geld, ne? Bereit zum Ausbrüten. Wie viel haben wir denn? Wie viele Eier? Ich würde Beete nehmen. Das wären 700.000. Würde hier auch ja eine Beete nehmen. Also die Beete. Ne? Das wären 1,1 Millionen. Das wären fast 2 Millionen. Alter, wo soll denn die Kohle herkommen? Das geht doch nicht. Dracorex brauchen wir auch noch mal ein paar. Ja. Schwierigkeit macht sich breit. Wie alt seid ihr? Lebenserwartung 133. Okay, ihr macht noch ein bisschen. Eure Akkus sind gerade mal zur Hälfte aufgebraucht. Das ist gut. Was ist mit der Echse hier unten? Den Sandschläfer?
Okay, das ist auch zur Hälfte schon wieder fertig. Jetzt kommt die Kohle, glaube ich, sehr, sehr schleppend. Ich spule mal vor. Vielleicht passieren ja Dinge. Ne? Zustellung abgeschlossen. So, der wird repariert. Wie gesagt, ich bräuchte echt viel Kohle für die Triceratops. Ich würde Beete nehmen, dass wir die wieder hier drin haben. Du kommst hier einfach nicht auf den grünen Zweig. Das ist ja unfassbar. So, Behandlung abgeschlossen. Ankylosaurus. Transport. Hier rüber. So, raus damit. Abfahrt. 200.000 haben wir. Gut. Und der ist immer noch krank, ne? So. Ah, 84.000. Das wird nicht besser, ne? Wir brauchen mehr Dinos. Wir brauchen mehr Dinos. Transport hat begonnen. Vielleicht muss der T-Rex umziehen nach da. Wollen wir das mal probieren? Hier, wo ist denn hier? Einfangkommando. Wo lüften die Katze gerade rum hier? Die T-Rexe. Da. Mach den mal betäuben. Dann schieben wir den nach da. Dann können die sich den nämlich angucken. Ich glaube, das ist besser. Hier wäre dann wieder leer, ne? Ah, verdammt. So, jetzt ist der da und krank. Algenvergiftung. Haben wir dafür ein Gegenmittel? Forschung. Salmonellen. Tuberkulose. Nö. Gut. Algenvergiftung. Umgebung. Forschung beginnt. Zum Forschungszentrum gehen. Müdigkeit und geringe Gesundheit. Sorge dafür, dass der Saurier Zugang zu Wasser in ihrem Territorium haben, um die Krankheit zu verhindern. Der Wasser ist doch da. Da. Geh trinken, Kollege. Mach mal richtig voll, dein Wanst. Wir haben 350.000. Das wäre Geld für einen Triceratops. Ist der T-Rex schon betäubt? Nee, der rennt hier noch rum. Wurde die Aufgabe abgelehnt oder was ist hier los? Wo ist er denn? Macht er nicht? Kein Sprit? Hallo? Hallo? Du sollst hier Sachen machen. Warum macht denn der nicht? Nee, Kraftstoff ist noch da. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? So, Einfangteam. Aufgabe hinzufügen. Bitte diesen T-Rex betäuben. Danke. Eingehende Übertragung. Parkwertung verbessert. Danke. Das weiß ich. So, Freunde. Ja, was soll ich sagen? Übelst der Stress hier. Ich hoffe, dass das vielleicht noch mal was werden wird. Werden wir sehen. Drückt mir mal die Daumen. Schauen wir mal. Ne? Machen wir beim nächsten Mal weiter. Den T-Rex stopfen wir hier drüben drin, in der Hoffnung, dass er dann mit mehr Leuten wieder in Kontakt kommt. So Sichtblickkontakt, dass die da mehr Kohle rausschmeißen. Und wir müssen die Dinos ausbrüten, die wir hier in der Warteschleife haben, weil der macht hier auch nicht mehr lange. Wir haben viele Pläne, keine Kohle. Wird interessant. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Rennihauen.